Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu dieser ersten Fachsession, wo es um Wolkiges im Beschaffungswesen geht. Mein Name ist Thomas Fischer, ich bin stellvertretender Leiter des KAIO, des Amts für Informatik und Organisation des Kantons Bern. Ich bin dort zuständig für das Rechtliche, für den Stab, aber auch für die Querschnittsaufgaben des öffentlichen Beschaffungswesens in der bernischen Kantonsverwaltung. Unser Amt hat den Job, die Kantonsverwaltung zu digitalisieren, und dabei sind wir immer mehr mit dem Kopf in den Wolken. Und dabei stoßen wir auch an unidentifizierten fliegenden Gegenständen in diesen Wolken, seien das Herausforderungen des öffentlichen Beschaffungswesens, seien das Herausforderungen des Datenschutzes. Und ich gehe davon aus, wenn Sie hier sind, dann darum, weil es Ihnen ungefähr ähnlich geht. Und ich bin darum sehr froh, dass wir Ihnen heute zwei Vorträge von ausgewiesenen Fachleuten auf diesem Gebiet präsentieren dürfen. Im ersten Vortrag von Herrn Stressler geht es darum, wie beschaffen wir unter Einhaltung der Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens Cloud-Leistungen und oder On-Premise-Leistungen, so dass wir nicht Äpfeln mit Birnen vergleichen müssen. Und im zweiten Vortrag von David Rosenthal geht es dann darum, wie setzen wir uns mit den Datenschutzherausforderungen auseinander, mit denen man in diesem Umfeld unweigerlich konfrontiert ist. Sie haben das vielleicht in den letzten Tagen noch in den Medien gelesen. Der Kanton Bern, mein Kanton, macht das erste vorsichtige Schritte in die Cloud, und das führt gleich zu medialem Aufschrei und Getöse und großen Fragen. Und ich hoffe, dass ein Teil dieser Vortragsserie, die wir heute genießen dürfen, dazu beitragen wird, auch hier ein bisschen Licht in den Nebel oder in die Wolken zu bringen. Gerne übergebe ich jetzt das Wort an Herrn Stressler, mit der Bitte, sich kurz vorzustellen und dann gleich in medias res anzufangen. Doch vielleicht etwas zur Fragerunde oder zur Diskussion. Wir möchten das so organisieren, dass wir jeweils am Ende der beiden Vorträge Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder einen Dialog mit den Vortragenden zu treten. Also bitte bewahren Sie sich Ihre wichtigen Fragen auf, und wir haben dann am Ende jedes Vortrags noch Zeit dazu, Sie zu adressieren. Nun aber Herr Stressler. Vielen Dank, Thomas. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Liebe Anwesende, es freut mich sehr, dass ich heute mit Ihnen das Thema Beschaffungen in Cloud-Lösungen oder On-Prem-Lösungen diskutieren kann und insbesondere auch die Diskussion um die Vergleichbarkeit von solchen Lösungen ins Zentrum zu stellen. So. Timer stellen. So, ich hoffe, ich laufe da nicht in die gleichen Probleme rein wie die Vorredner vorhin. Ich glaube, die Keynote wie auch die Diskussion vorhin haben mir einige Steilpässe gegeben, Dinge, die ich hier definitiv auch einbringen werde in die Diskussion und in die aus der Praxis heraus. Wie gesagt, ich arbeite bei der Atrete. Seit über 30 Jahren bin ich in der IT-Beratung tätig und habe da in den letzten 20 Jahren verschiedenste Beschaffungsprojekte begleiten dürfen, sei es in der Spezifikation von Leistungsbeschreibungen, Pflichtenhefter, Leistungspreisblätter, SLAs, Vertragsdokumente vorbereiten. In diesem Sinne möchte ich Ihnen aus der Praxis mitgeben, Punkte, die zu beachten sind, wenn es um Beschaffungen im Bereich Cloud oder eben On-Prem geht. Wir alle kennen es, unsere großen Anbieter, insbesondere die großen Softwareanbieter, die pushen schon länger ihre Lösungen in die Cloud. Gewisse Funktionalitäten können sie heute On-Prem gar nicht mehr kriegen, sie müssen die Lösung aus der Cloud beziehen. Es findet ein Wechsel statt von einem Beschaffung klassischer Kauf zu einem Mietmodell, und das nicht nur bei Applikationen, sondern je länger mehr auch im Bereich von Infrastruktur und Plattformen im Bereich IT. Grundsätzlich muss in diesem Sinne davon ausgegangen werden, dass früher oder später nur noch für gewisse Bereiche zumindest IT-Anwendungen aus der Cloud bezogen werden können und die Option On-Prem vielleicht gar keine richtige Wahl mehr wird. In diesem Sinne denke ich, in ein paar Jahren dürfte diese Diskussion hier vielleicht gar nicht mehr relevant sein, weil dann gibt es nur ein Modell.
Vorerst aber haben wir noch vielerorts die Wahlmöglichkeit. Und Sie als Beschaffende sind dann immer wieder mit dieser Fragestellung konfrontiert. Ja, wie soll ich, was soll ich ausschreiben? Soll ich meine neue Softwarelösung oder mein IT-System zukünftig aus der Cloud beziehen? Soll ich die Ausschreibung so gestalten, dass die Lösung ganz klassisch in meinem Rechenzentrum auf meinen Servern installiert, von meinen Leuten dann auch betrieben wird? Oder aber gehe ich sogar so weit, dass ich das lösungsoffen ausschreibe? Das heißt, die Anbieter sollen entscheiden, was aus ihrer Sicht die beste Variante ist. Und wenn ich dann das alles in eine Ausschreibung reinpacken will, wie kann ich denn da überhaupt die Angebote untereinander vergleichen? Eine spannende Herausforderung, die wir aktuell immer wieder sehen in unseren Mandaten. Und ich versuche mit Hilfe von Szenarien Ihnen da einen Wegweiser in diesem Dschungel oder in diesen Clouds zu geben. Wettertechnisch haben wir im Moment da nicht allzu viele Clouds in Sicht. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass Sie da das eine oder andere mitnehmen können. Damit in der heutigen Diskussion aber auch ein gemeinsames Verständnis zu den verschiedenen Bereitstellungsmodellen, wie ich denen so schön sage in meinem Vortrag drin habe, habe ich hier die vier typischen Bereitstellungsmodelle mal dargestellt in den Achsen Eigentum und Standort oder Betrieb, also wer betreibt es. Klassisch, wir kennen es, diese On-Prem-Lösung, ich selbst kaufe das Ding, ich betreibe es, ich installiere es, ich bin für die Wartung zuständig, muss dafür sorgen, dass alles läuft, dass die SLAs eingehalten werden und so weiter. Managed Services, ich beauftrage einen Dritten, der das für mich macht, typischerweise im eigenen RZ, oder aber ich gehe eher in ein Hosted-Modell, wo ein Teil der Plattform vielleicht Serverbetrieb zum Beispiel in einem externen Rechenzentrum bereitgestellt wird. Oder ganz klar, wir kennen es konträre Cloud. Ich gehe jetzt da nicht darauf ein, inwiefern Cloud, ob jetzt das ein Public Cloud Provider ist oder eine andere Art von Cloud. Aus meiner Betrachtung hier geht es insbesondere darum, es ist nicht mehr unter meiner Kontrolle, es ist eine Third-Party, eine Drittpartei, die die Leistung bereitstellt, die die Komponenten auch besitzt und zu großen Teilen auch mitentscheidet, was, wann, wo installiert oder ein Software-Release stattfindet. Daneben, neben diesen vier klassischen Modellen, gibt es aber auch Zwischenformen oder Abweichungen, Beispiele dazu, AWS Outpost, Azure Stack oder auch mit HP ScreenLake-Lösungen sind so Zwischenmodelle, wo die Anbieter versuchen, die positiven Aspekte, die Features, die guten Features, sagen wir mal, einer Cloud-Lösung zurück ins On-Prem-Rechenzentrum zu bringen und da eigentlich eine Zwischenform bringen. Ich denke, dieses Raster kann Ihnen vielleicht helfen, dann auch zu verstehen oder in der Diskussion mit Anbietern diese Einordnung zu machen, um daraus dann auch die entsprechenden Kriterien und Anforderungen abzuleiten. Bevor wir uns aber jetzt diesen Szenarien, wie eingangs erwähnt, zuwenden, möchte ich gerne eine kurze Frage in die Runde stellen, und zwar, ob Sie selbst bereits schon Erfahrungen gemacht haben mit dieser Problematik Cloud On-Prem und wie gehe ich dann in einer Ausschreibung damit um. Und dazu habe ich drei mögliche Antworten vorbereitet in diesem Sinne. Und zwar, ja, ich habe das schon mal ausgeschrieben, ein bestimmtes Modell, wir haben uns vorgängig entschieden. Oder nein, ich habe das offen so ausgeschrieben. Oder nee, ich habe das noch gar nicht diskutiert, weil ist eh mir klar. So, vielleicht kurze Show Hands. Antwort 1, bekannt. Wenige. Antwort 2 mit verschiedenen Modellen ausgeschrieben. Auch schon da. Okay, die kennen alles, die verpassen hier. Da kann ich vielleicht gar nicht mehr viel beitragen. Oder ich bin dann gespannt auf Ihre Fragen oder Feedback. Und 3. Oh, einzelne, ganz wenige. Okay, vielen Dank. Also Thematik bekannt und ich denke, lassen Sie uns nun wirklich eintauchen in diese Problematik. Dazu habe ich mir überlegt, mit 3 Szenarien zu arbeiten, die Ihnen aufzeigen können, wie ich da zu einem
Ansatz komme, um die Ausschreibung, um die ganze Beschaffung dann auch aufzubauen, mit entsprechenden Kriterien, mit Bewertungen und so weiter. Im Szenario 1, relativ trivial, sagen wir mal so, der Plattformentscheid nehme ich vorne weg und ich gebe die Lösung vor. Lösungsneutral ausschreiben, das heißt, ich lasse offen und mache eine Rangliste. Oder ich mache getrennte Ranglisten und entscheide am Schluss nach Kriterien, to be defined, welcher Gewinner einer dieser beiden Ranglisten dann effektiv den Zuschlag erhält. Dazu Dialog, einfach als Zusatz, dass das erwähnt ist, dass das ein Hilfsmittel ist, das da in all diesen Varianten natürlich eingesetzt werden kann. Oder in gewissen Fällen, wenn die Vorgaben es erlauben, vielleicht dann mit einem Freihänder zu arbeiten. Nur, sofort steht natürlich auch da die Frage im Raum, und wir haben es auch vorhin in der Diskussion gesehen, möglichst Beschwerde, risikoarm, es darf ja nicht angreifbar sein und so weiter. Das heißt sofort die Frage, kann ich das Bereitstellungsmodell denn auch aus Beschaffungssicht, beschaffungsrechtlicher Sicht vorgeben, einfach so, oder muss ich mir vielleicht da auch gewisse Dinge vorgängig überlegen oder sicherstellen, dass ich mich da nicht aufs Glatteis bewege? Natürlich kann man das vorgeben, man kann auch offen ausschreiben. Ich denke, genau die Punkte, die wir bereits schon gehört haben, der große Ermessensspielraum spielt damit, auch der Mut zur Lücke vielleicht punktuell oder eben der Mut, etwas Neues auszuprobieren, ist da sehr wichtig, dass man wirklich den Wettbewerb spielen lassen kann, dass man auch die öffentlichen Mittel dann wirklich auch wirtschaftlich einsetzt und sich nicht zu früh auf ein bestimmtes Modell einschießt. Das Risiko, haben wir auch schon erlebt, besteht, dass wenn Sie sich zu früh auf das falsche Bereitstellungsmodell einschießen, dass Sie vielleicht keine Angebote kriegen oder aber Sie sind sehr teuer. Und da fragt sich dann schon, sind denn die öffentlichen Mittel wirklich wirtschaftlich eingesetzt worden? Nur weil ich meine, die richtige Bereitstellungsplattform gewählt zu haben oder vorgegeben zu haben. Dabei möchte ich aber das Thema Datenschutz und Compliance, die mein Nachredner David Rosenthal vertieft eingehen wird, natürlich nicht ausklammern. Die spielen überall mit. Nichtsdestotrotz, um hier ein vernünftigen Entscheid fällen zu können, braucht es ein gutes Marktverständnis, damit man sich für oder gegen eines dieser Bereitstellungsmodelle festlegen kann. Doch in der Praxis hat sich auch gezeigt, trotz intensiven Marktabklärungen kann nicht immer abschließend ein bestimmtes Bereitstellungsmodell, sagen wir On-Prem oder die Cloud, festgelegt werden und dann geht es wirklich darum, wie ich in einer solchen Situation eine Ausschreibung mit verschiedenen Bereitstellungsmodellen in einer Ausschreibung drin vorsehen kann und diese dann auch wirklich auch korrekt durchführen kann. Damit das gelingen kann, Transparenz und Gleichbehandlung, das A und O, ich habe das Gefühl, da haben wir gewisse Vorredner voneinander abgeschaut, ist aber nicht der Fall. Von dem her spannend zu sehen, dass da ein Déjà-vu stattfindet. Gleichbehandlung, wir müssen dafür sorgen, dass auch in einer gemischten Ausschreibung oder einer Ausschreibung mit Cloud- und On-Prem-Lösungen dieses Gleichbehandlungsgebot eingehalten wird. Und genau dort, denke ich, ist dann der Teufel im Detail. Wie genau beschreibe ich diese Lösung? Wie formuliere ich die Anforderungen so, dass das dann eben auch für diese unterschiedlichen Varianten oder Bereitstellungsmodelle funktionieren? Insbesondere auch ein großes Anliegen, denke ich, die ganze TCO-Betrachtung, Total Cost of Ownership. Wie kann ich da sicherstellen, dass ich dann wirklich einen vollständigen Vergleich einer On-Prem-Lösung mit einer Cloud-Lösung, mit all den verschiedenen Kostenaspekten korrekt und nachvollziehbar und auch in nützlicher Frist bewerkstelligen kann. Kommen wir also zurück zu diesen Szenarien und schauen uns das Szenario 1 mal an. Hier die Idee, Plattformentscheid vorab. Das
ist dann gut möglich, wenn wir eine übergeordnete Strategie haben, die vielleicht eine Cloud-Strategie verankert in meinem IT-Strategie, wo aufgrund von Abklärungen mit der Datenklassifizierung oder anderen Risikoabwägungen eine Cloud-Lösung tatsächlich auch akzeptabel wird, mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen oder Kontrollmechanismen. Und auch ganz wichtig, es braucht einen genügend großen Anbietermarkt, damit auch wirklich ein Wettbewerb stattfinden kann. Es macht wenig Sinn, wenn ich weiß, von einem Anbieter mit einer speziellen Cloud-Lösung und 6 Anbieter sind on-prem oder umgekehrt, dass man dann nur genau auf diese Lösung zielt. Da muss man vorsichtig sein. Der Vorteil aus Beschaffungs- oder Ausschreibungssicht ist natürlich eine klare Situation. Man weiß von vornherein, welche Bereitstellungsplattform wird gefordert, gefragt, angefragt. Der Kriterienkatalog muss sich nur auf diese Lösung ausrichten. Die Vergleichbarkeit dürfte auch sehr viel einfacher sein und die ganze Bewertung ebenfalls. Das Ganze kommt aber auch mit gewissen Nachteilen oder Risiken mit sich. Wenn ich mich zu früh festlege, kann es der Wettbewerb einschränken, ungewollt vielleicht, und dann, wie bereits erwähnt, vorhin auch zu einem Kostennachteil führen. Vielleicht gibt es auch eine verpasste Chance im Bereich Funktionalität, dass die Features nur in einem der möglichen Angebote vorhanden sind. Gewisses Beschwerderisiko, wenn ich mich zu stark auf eine Plattform oder ein Bereitstellungsmodell einschränke, das nur wenige Anbieter dort hat, dass die sagen, hallo, das ist zu einschränkend, zu diskriminierend. Das kann nur genau eine Lösung und sonst niemand. Das dürfte dann auch zu Diskussionen führen. Damit das aber nicht passiert, ganz wichtig hier oder zentrales Element spielt hier die ganzen Marktabklärungen, RFI durchführen, CMAP eine Publikation durchführen und die entsprechend dann auch in die Resultate daraus in einer in der Ausschreibung dann festlegen. Hier nur ganz kurz, gehe nicht auf die Details darauf ein. Wir kennen es, was da verschiedene Modelle und Werkzeuge vorhanden sind aus dem CAS hier. Darstellung. Genau. Auch mit dem revidierten Beschaffungsgesetz hat sich hier etwas geklärt, denke ich mal, insbesondere im Bereich der Vorbefassung, dass man da gut damit umgehen kann, wenn eben diese Ergebnisse der Marktabklärung in der Ausschreibung auch bekannt gegeben werden, sodass die Teilnehmer dieser Marktabklärung dann nicht das Gefühl haben, oh, ich darf nicht mitmachen bei der Marktabklärung, sonst kann ich nachher nicht mehr anbieten. Das dürfte hier weniger ein Problem mehr sein. Für diese Art, für dieses Szenario habe ich mal im CMAP und im IntelliProcure auch nachgeschaut und nachgeguckt, was gibt's denn da so für Beispiele. Hier einfach exemplarisch, ohne konkret allzu stark in die Details zu gehen hier. In diesen 3 beispielhaften Ausschreibungen wurde eben die Bereitstellungsplattform vorgegeben. Entsprechend auch nur ein Preismodell musste festgelegt werden, ein Kriterienkatalog und entsprechend dann gab es dann auch die, jeweils einen Zuschlag hier für diese Ausschreibungen. Spannender wird es natürlich, wenn wir das jetzt eben nicht für eine bestimmte Plattform vorgeben, wie das klassischerweise gemacht wird, sondern wenn wir eine lösungsneutrale Ausschreibung machen wollen. Die Plattform soll offen sein, es kann eine On-Prem-Lösung oder eine Cloud-Lösung sein. Aus der Erfahrung passen hier vor allem im Bereich von Lösungen oder Angebot, Software-Applikationen, was auch immer, wo der Anbietermarkt relativ heterogen ist. Es gibt Angebote für die verschiedenen Bereitstellungsplattformen. Die Basisfunktionalität, sagen wir mal so, die zentralen Funktionen, die werden bei beiden oder bei den unterschiedlichen Bereitstellungsmethoden zur Verfügung stehen. Wichtig hier ist auch, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, eine Vollkosten- oder Total Cost of Ownership-Feststellung für Ihre On-Prem, aber auch für die Cloud-Lösung festzustellen und nicht nur einzelne Elemente dann zu vergleichen. Ich komme dann später nochmals auf dieses Thema zurück. Und natürlich, die Datenbearbeitung muss in der Cloud zulässig sein.
Vorteile hier. Wir haben es auch vorhin bei den Vorrednern gehört, Transparenz ist das A und O. Wenn von vornherein bekannt wird, dass beide Plattformen möglich sind, das ist ein Entscheid des Anbieters, ob er sich nur für ein Angebot oder für eine Bereitstellungsplattform oder vielleicht sogar zwei Offerten einreichen will, einmal für eine On-Prem-Lösung, einmal für eine Cloud-Lösung. Es ist seine Wahl, was er hier anbieten will. Mit einer gemeinsamen Rangliste sollte auch gewisse Transparenz in Bezug auf die Chancengleichheit bestehen gibt aber ganz klar große Herausforderungen, wie wir dann eben diese Chancen oder diese Vergleichbarkeit herstellen wollen. Die Anforderungen und die Bewertungskriterien müssen insofern möglichst einheitlich sein, Gleiches mit Gleichem messen. Es ist schwierig, wenn wir zwei verschiedene Anforderungs- oder zwei verschiedene Messlatten anwenden und dann das alles in einer Rangliste zusammenführen möchten. Natürlich haben wir von der Beschaffungsseite dann keinen Einfluss mehr auf die Plattformwahl. Die wird dann durch das bessere Angebot vorgegeben. Und was wir primär auch als große Herausforderung sehen aus der Praxis, ist wirklich eine vernünftige Feststellung der Total Cost of Ownership hier einmal mehr zu erwähnen. Es geht also darum, die Herausforderung anzunehmen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und so in diesem Sinne herauszufinden, was die bessere Frucht oder die bessere Lösung ist. Das geht grundsätzlich nicht, kann man sagen, aber trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Und wir müssen im Rahmen der Vorbereitung, der Ausschreibung dafür sorgen, dass wir Gemeinsamkeiten gleich behandeln und dort, wo es Unterschiede gibt, diese dann identifizieren und schauen, wo gibt es Ausgleichsmechanismen, die wir dafür sorgen können, dass dann eben wieder ein Ausgleich stattfinden kann. In der AOT-Ausschreibung typische Kriterien, die ich mal kurz durchgehen möchte mit Ihnen, wo darauf ein Auge geworfen werden muss und beachtet werden muss, dass eben diese Gleichstellung zwischen Cloud- und On-Prem-Angeboten festgelegt werden kann. Der Funktionsumfang typischerweise muss mit gleichen Ellen gemessen werden. Die Business-Funktion, welcher Business-Prozess abgebildet werden soll und so weiter, der muss identisch sein. Da gibt es wohl kaum eine Möglichkeit, groß Unterschiede zwischen Cloud-Lösung oder On-Prem-Lösung zu fordern. Es macht wenig Sinn. Das heißt, auch die Bewertung und die Beurteilung der Angebote muss mit gleichen Ellen gemacht werden. Doch es gibt auch hier wieder Unterschiede, die wir schon bald einmal beachten müssen, nämlich Integration und Schnittstelle mit Umsystemen, die in einer On-Prem-Lösung vielleicht anders gelöst werden müssen als in einer Cloud-Lösung. Die ganze Thematik der Personalisierung und Vergleich mit Standardfunktionalitäten, wenn Sie eine Lösung aus der Cloud beziehen, dann gibt es dort vielleicht weniger Möglichkeiten für ein Customizing, als wenn Sie das in einem eigenen On-Prem-System installieren. Auch die ganze Thematik Release-Wechsel, Evergreen, wenn Sie in eine Cloud-Lösung gehen, dann schreibt Ihnen vielleicht der Provider die Updates vor, da haben Sie wenig Einflussmöglichkeiten, zumindest wenn es bei den Hyperscaler-Lösungen sind. Und auch im Bereich Skalierbarkeit ist die Herausforderung, wie kriege ich die Bewertung einer On-Prem-Lösung, wo ich selber zusätzliches Hardware beschaffen muss, mit einer hyperskalierbaren Lösung aus der Cloud, wo ich einfach zusätzliche Ressourcen dazu kriege. Wichtig ist hier, dass wir uns auf die Funktionalität beschränken und wirklich die Anforderungen und die Erwartungen formulieren. In der Technik, der technischen Bereitstellung, also die Plattform als solches, denke ich, sind die Anforderungen oder die Unterschiede dann wirklich am größten. Und hier muss ich für einen fairen Vergleich nicht nur einfach ein Cloud-Abo mit einer On-Prem-Software-Lizenz vergleichen, sondern eben der ganze Stack von der IT muss beachtet werden. Wie wird der bereitgestellt und welche Anforderungen habe ich in einer On-Prem-Lösung oder welche habe ich in einer Cloud-Lösung, die ich auch als Beschaffungsstelle oder später Betreiber, sogenannte Beistellpflichten habe,
wenn ich meine Software in meinem eigenen Rechenzentrum installiere, muss ich selbst dafür sorgen, gepatcht werden und so weiter. In der Cloud wird das übernommen durch den Partner in der Regel. Ganz wichtig, und ich denke, das wird sehr oft ignoriert oder vergessen, die ganze Konnektivität zwischen einer Cloud-Lösung und meinem Benutzer oder mit meinem On-Prem-Lösung im eigenen Rechenzentrum und dem Benutzer. Diese zusätzlichen Verbindungen, die können dediziert sein und auch etwas ins Geld gehen, oder aber benutze ich das über Internet, habe ich dann aber ein SLA-Problem. Es gibt hier nicht die pauschale und ultimativ anwendbare Antwort dazu. Das heißt, man muss im Einzelfall die Anforderungen betrachten und dann definieren, welche Vergleichbarkeit oder wie diese Vergleichbarkeit dann wieder berücksichtigt wird, in aller Regel mit entsprechenden Preispositionen, die Sie in einem Preisblatt abfragen. Betrieb, komme ich dann gleich nochmals mit einer separaten Slide dazu. Sicherheit, Risiken, hier insbesondere halt auch das Thema Datenverlust, Ausfallrisiko, Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen, die ich einer On-Prem vielleicht habe, vielleicht auch nicht. Und wenn ich in eine Public Cloud oder eine Cloud-Lösung gehe, kann ich mit einem zusätzlichen externen Dienstleister den Anbieter dazu verpflichten, dass die Daten eben auch zusätzlich in einer abgesetzten Standort gesichert werden und so jederzeit auch im Zugriff sind, zum Beispiel auch im Falle von einer Insolvenz des Anbieters, dass da auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Thema Vertragsbeendigung, Lock-in, passt zwar auch zum Thema Vertrag. Wir haben es vorhin gesehen oder gehört, der Lock-in vermeiden. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Big Data Applikation beschaffen oder aufbauen und beschaffen dafür eine Cloud-Lösung. Wenn diese Daten mal in einer Cloud-Lösung drin sind, die kriegen Sie praktisch nicht mehr raus. Oder es kostet Sie Unsummen an Geld und Zeit. Es wird also nicht so einfach ein Wechsel einer Cloud-Lösung von einem Provider zum nächsten. Ich denke, da ist die Praxis dann von der Theorie nicht ganz deckungsgleich. Kosten komme ich so separat. Und Vertrag, ganz klar hier, unterschiedliche Ansätze. On-Premises typischerweise mit Lieferverträgen, Werkverträgen oder im Bereich Cloud arbeiten wir dann mit Nutzungsdienstleistungsverträgen. Kurz noch zum Thema Betrieb. Ich hatte es punktuell bereits erwähnt. Betrieb heißt nicht nur ein Monitoring zu haben, sondern eben auch, ich brauche die entsprechenden Skills, ich brauche die Personen, die eben in der Lage sind, entweder meine eigene Lösung zu betreiben, mit entsprechendem Know-how, technischem Know-how, oder aber, wenn ich das beschaffe als Lösung, sind das andere Skills, die gefordert sind. Also das Team braucht hier entsprechend auch Bereitschaft, andere Kompetenzen anzueignen. Service Provider Management ist etwas anderes als eine Lösung selber zu betreiben. Ich denke, das braucht hier ein Verständnis dafür. Oder auch die Betriebsprozesse, muss ich vorgängig mir überlegen, wie läuft dann der Incident oder der Problem Management oder der Change Prozess ab in einer On-Prem-Lösung oder in einer Cloud-Lösung. Und geht nicht ohne diese Eisberg-Grafik, wenn wir von Cloud reden. So wird sie Ihnen verkauft. Der Eisberg schwimmt oben aus oder die Kosten sind massiv tiefer in einer Cloud-Lösung. So hoffen wir alle, in die Cloud zu migrieren. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Auch auf Ihrer Seite als Cloud-Bezüger in diesem Sinne gibt es zusätzliche Kosten, die Sie in einer Gesamtkostenbetrachtung für einen fairen Bereich, Vergleich unbedingt berücksichtigen sollten. Und sich bereits schon in der Ausschreibung dann auch überlegen, welche zusätzlichen Kosten werden Sie für einen Gesamtkostenvergleich allenfalls bei einem Cloud-Angebot hinzurechnen. Dasselbe aber auch auf der On-Prem-Seite, dass da auch klar wird, dass wenn Sie eine On-Prem-Lösung beschaffen, welche zusätzlichen Hardware-, Software-, Plattformkosten Sie auf die entsprechenden Angebote aufrechnen würden, damit wir wirklich einen fairen Like-for-Like-Vergleich oder eben diese Transparenz und Gleichbehandlung erreichen können.
Es genügt nicht, wenn ich dann diese Softwarelizenz, die ich beschaffe, mit einem Leasingvertrag oder Mietvertrag aus der Cloud vergleiche. Es braucht mehr dazu. Es braucht wirklich den ganzen Stack, den wir betrachten müssen hier. Und ich denke, das wäre dann auch eine Hausaufgabe, wenn Sie die nicht schon gelöst haben. Die haben Sie wahrscheinlich alle schon gelöst und wissen genau, was kostet mich der Betrieb eines Servers mit so und so viele Giga RAM und CPUs und so weiter und können das auf der Schublade ziehen und dann in der Gesamtkostenbetrachtung vergleichen. Zumindest aber, wenn ich mir die Beispiele anschaue, die ich dazu gefunden habe im CIMAP, wird das auch diskutiert und auch angewendet. Und das freut mich natürlich, das zu sehen, weil das macht Sinn und ist aus meiner Sicht einzig das Richtige. Zum Beispiel, hier kurz zu erwähnen, die Stapo Winterthur. Obwohl ich zwar von Winterthur komme, habe ich da nichts damit zu tun. Diese Ausschreibung, die haben das so gemacht in ihrer Ausschreibung, dass die Anbieter für eine On-Prem-Lösung bei den IT-Betreibern der Stadt Winterthur, bei den IDW, eine Offerte einholen mussten für den Betrieb der Hardware und Software, die nötig ist, für diese Lösung zu betreiben. Und so quasi eine externe Kostensicht dazukommt, um einen ebenbürtigen Vergleich zu machen. Basel hat das etwas anders gelöst. Sie haben hier nicht alle Details offengelegt, wie dann genau diese Aufrechnung stattfindet. Beide haben erfolgreich einen Zuschlag gemacht und sind in der Umsetzung oder haben es mittlerweile umgesetzt. Von dem her denke ich, würde ich aber Ihnen gerne mitgeben, denken Sie daran, dass Sie wirklich einen sauberen Vollkostenvergleich machen und falls Sie zusätzliche Kosten aufrechnen, was in der Regel gemacht werden sollte, aus meiner Sicht, um eine korrekte Vergleichbarkeit zu haben, dass Sie diese Kosten möglichst transparent schon in der Ausschreibung mitgeben, zum Beispiel indem halt die Preisblätter bereits schon so hinterlegt sind, dass zusätzliche Kosten aufgerechnet werden, dass dann die Anbieter auch wissen, mit welchem Gesamtpreis ihr Angebot in den Vergleich einfließt. Ich denke, nur so kriegen wir wirklich einen fairen Vergleich dieser Lösungen hin, auf der Kostenseite. Alles in allem aber, hier auch ein kleines Aber, der Aufwand für die Anbieter muss sich im Rahmen halten. Das ist ebenfalls etwas, das ich mit meinen Kunden in den Diskussionen immer wieder dabei komme. Übertreibt es bitte nicht. Man kann hier wirklich von Micromanagement reden oder wirklich von Bits und Bytes, aber es muss im vernünftigen Rahmen sein, so dass die Anbieter auch ein Interesse haben, schlussendlich ein Angebot einzureichen. Es nützt mir nichts, wenn ich versuche, bis auf den letzten Detail hier alles zu spezifizieren und dann sagt der Anbieter, weißt du was, ist mir zu kompliziert, vergiss es. Und das ist etwas, das wir je länger je mehr feststellen, dass sich die Anbieter hier wirklich gut auch überlegen, wo und wann sie mitbieten wollen. Natürlich gibt es die ganz großen Ausschreibungen, die der Bund macht, wo man fast gezwungen ist mitzubieten, zumindest gewisse Firmen tun das so. Aber wenn es im mittelgroßen Umfeld ist oder auch im kleineren Umfeld, ist das zum Teil schon ein Problem. Auch da haben die Vorredner in diese Richtung auch schon gezeigt. Gut, ein etwas spezielles Szenario. Ich muss auf die Zeit schauen, passt. Lösungsneutral ausschreiben, aber dann mache ich mal getrennte Ranglisten. Ich tue also nicht alles in einen Topf, sondern mache zwei Ranglisten. Haben wir schon mal gemacht, nicht direkt mit Cloud On-Prem, aber in einem anderen Kontext. Und dann aber der Schlussentscheid, der Gewinner von welcher Rangliste schlussendlich den Zuschlag kriegt, der war nicht hundertprozentig transparent in der Ausschreibung offen. Die Beschaffungsstelle behält sich vor, einer dieser beiden Gewinner auszuwählen. So, war das drin? Gab keine Beschwerde, alle waren happy. Der Kunde am Schluss auch mit dem Outcome. Aber ich würde mal im Nachhinein sagen, hätte da vielleicht auch eine Beschwerde geben können und dann hätten wir vielleicht nicht so brillant dagestanden. Einmal so. In diesem Sinne, schwierig. Vielleicht eine Lösung in bestimmten Situationen, sehr, sehr vorsichtig damit umzugehen
Oder aber man gibt dann ganz klar vor, nach welchen Kriterien am Schluss der Sieger effektiv ausgewählt wird. Aber da wiederum sind wir in der Problematik, nach welchen Kriterien und wie stelle ich das Modell zusammen? Ich mache hier absichtlich viele Fragen und nicht überall eine Antwort dazu, weil schlussendlich kommt es immer auf den konkreten Einzelfall. Wie man so sagt, als Berater, it depends. Da gab es auch ein Beispiel, das stark in diese Richtung ging, eine Schulverwaltungssoftware, die ausgeschrieben wurde im Kanton Luzern, oder Kaufmännischer Verband Luzern. Da waren explizit diese zwei Rangfolgen oder Ranglisten effektiv vorgesehen. Und wie der Zuschlag am Schluss gemacht wurde, war aber für den Leser der Ausschreibungsunterlagen nicht ersichtlich. Aber auch da gab es einen Zuschlag am Schluss, von dem her ging das gut aus. Dialog, ebenfalls ein Thema, das heute bereits schon mehrfach erwähnt wurde, bestimmt ein Hilfsmittel, das Ihnen vielleicht auch mithilft, im Rahmen Ihrer Beschaffung sich einzuschränken bzw. die Bereitstellungsplattform zu definieren. Eine der beiden Varianten, die Sie am Schluss dann auch ein Angebot dafür kriegen. Wenn Sie da noch unsicher sind, in einer ersten Phase, dass Sie das dann offen formulieren mit dem Hinweis, dass dann im Rahmen des Dialogs eine Bereitstellungsplattform selektiert werden soll und darauf dann die Lösung offeriert wird. Ich denke, das ist ein Mittel, das sehr gut funktionieren sollte. Ich habe es selber so noch nie durchgeführt. Aber auch da, wir haben es auch schon gehört, der Aufwand nicht zu vernachlässigen und ja, noch nicht so bekannt. Einfach damit es erwähnt ist, hier auch freihändige Vergabe in gewissen Situationen eine Möglichkeit, um diese Diskussion Vergleichbarkeit, Cloud oder On-Prem zu umgehen. Bedingt aber in aller Regel, Sie haben eine korrekte Beschaffung vorgängig durchgeführt. Es genügt nicht, wenn Sie da einfach in der Vergangenheit etwas beschafft haben und jetzt da weitergehen. Es braucht eine saubere Ausgangslage und die entsprechenden Begründungen dazu, die wir in entsprechenden Artikeln kennen. Natürlich, das Vorgehen ist schlank, relativ schnell machbar in der Regel, aber es fehlt ganz klar die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Angebots und ich denke, das Beschwerderisiko muss im Einzelfall wirklich genau geprüft werden. Gibt es da einen Mitbewerber, der mit Argusaugen auf diese Freihänder schaut und dann eine Beschwerde einreicht, falls er damit nicht einverstanden ist oder falls die Grundlage dazu nicht genügend dicht oder wasserdicht sind. Genau. Bevor ich nun zum Schluss komme, letzte Minute, möchte ich gerne noch ein paar Tipps mitgeben für Ihre nächste Submission. Das A und O, denke ich hier ganz klar, Sie müssen den Anbietermarkt kennen, Sie müssen verstehen für Ihre Anforderungen, gibt es da Cloud-Lösungen, gibt es da On-Prem-Lösungen, wo geht der Trend hin, gibt es die Vergleichbarkeit dieser Angebote überhaupt, kann ich die erreichen? Am bequemsten, ganz klar, ein Plattformentscheid zuerst machen. Wenn das nicht geht, versuchen mit einer gemeinsamen Rangliste eine Vergleichbarkeit herzustellen. Der Aufwand wird sicher deutlich größer für Sie als Beschaffungsstelle. Oder wenn das nicht geht, versuchen mit getrennten Ranglisten Dialog einführen, verwenden, um so eigentlich dann zu einer Lösung zu kommen. Sobald Sie lösungsneutral ausschreiben, überlegen Sie sich, wie können Sie den Kriterienkatalog, die Anforderungen für alle oder beide Lösungen so formulieren, dass sie einheitlich angewendet werden können. Wie können Sie Unterschiede dann ausgleichen, insbesondere auch im Bereich des Kostenvergleichs bei On-Prem und bei Cloud, nicht nur das Angebot des Anbieters berücksichtigen, sondern eben auch zusätzliche Gesamtkosten hier berücksichtigen und eigentlich mit Transparenz dafür sorgen, dass die Anbieter von vornherein wissen, wie wird bewertet, wie wird verglichen, wie wird am Schluss das beste Angebot in diesem Sinne gewählt. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ihr habt die Zeit plus minus eingehalten.
Ja, vielen herzlichen Dank, Martin Stressler. Wir haben noch 5 bis 10 Minuten für eine Reihe von Fragen. Wer wünscht das Wort? Lydia Meyer, Sourcing Partner. Wie gehen Sie mit Hybrid um? Also wir begegnen im Markt vielfach nicht Lieferanten, die das eine oder das andere anbieten, sondern wirklich nur noch Hybrid anbieten, zum Beispiel SAP, die On-Prem anbieten, aber dann sagen, dieses und das Modul haben wir nur in der Cloud, take it or leave it. Haben Sie noch Tipps dazu? Schlussendlich ist hier die Frage, gibt es Wahlmöglichkeiten? Wenn ich ein SAP beschaffe und SAP sagt mir, du kriegst das Modul nur von da, dann habe ich keine Wahl. Und dann gibt es auch wenig Möglichkeiten hier, es gibt keine Diskussion um das Bereitstellungsmodell, weil der Anbieter, der Hersteller, das gibt es auch in anderen Bereichen, wo sagen wir mal, der marktführende Hersteller den Takt vorgibt, dann müssen wir uns denen anpassen. Janka Hamm, Eidgenössische Finanzverwaltung. Was halten Sie davon, wenn man On-Prem ausschreibt, aber die Cloud oder respektive eine SaaS-Lösung als Option vorsieht? Also, dass man wechselt, optional wechseln könnte. Gute Frage. Machbar dürfte es sein. Schlussendlich die Frage oder meine Gedanken dazu. Eine Option kenne ich in der Regel so, dass es eine zusätzliche Leistung ist, nicht eine Alternative. Das sehe ich, aber vielleicht ist es nur die Begrifflichkeit, die hier das Problem ist. Wäre das nicht eher eine Variante, eine Unternehmervariante, die dann angeboten werden könnte? Weiter habe ich mir das so noch nicht überlegt. Spannendes Thema. Ja. Das wäre dann ein Ausbauschritt in diesem Sinne Richtung Cloud. Und haben Sie Tipps, wie man umgehen könnte, wenn man von On-Prem in die Cloud wechselt in Bezug auf die Lizenzen? In welche Richtung geht Ihre Frage? Also der Lizenztyp wechselt Sie also von On-Prem zu in die Cloud. Das wäre dann ähnlich wie diese Frage vorhin auch. Ist das dann eine neue Variante, ist es eine Option? Und in diesem Sinne, aus dem Stegreif heraus, würde ich mir überlegen, ich kaufe oder ich beschaffe verschiedene Lizenztypen mit Optionen, mit einer Wahrscheinlichkeit, wo Sie sagen, 50% oder was auch immer, beschaffe ich so und so viele Lizenzen on-prem, mit einer anderen Wahrscheinlichkeit vielleicht Lizenzen, zusätzliche Lizenzen oder alternative Lizenzen für die Cloud und keine Abnahmegarantien und so versuchen, das aufzubauen. Das ist nur so jetzt wirklich Gedankenblitz. Wir haben noch Zeit für höchstens eine Frage. Die wichtigste. Christian Kreuzer, ich habe mich beim Szenario lösungsneutral getrennte Rangliste gefragt, wie die Überführung der getrennten Rangliste dann zum Entscheid erfolgt. Können Sie darauf nochmals kurz darauf eingehen? Das ist genau die Krux dieses Szenario. Wie definiere ich hier die Kriterien, dass ich am Schluss einen Gewinner habe? Ich kann mir vorstellen, in gewissen Situationen will die Beschaffungsstelle vielleicht auch nicht alle
einem Fall waren es die internen Kostensätze, die nicht offengelegt werden wollten. Und deshalb hat man da mit getrennten Rangwesen gearbeitet und dann intern, das wurde aber nicht publiziert, diese internen Kosten, also Cost of Capital, dazugerechnet für eine Investitionslösung und dann dies verglichen mit einer Mietlösung. Das wurde aber nicht offengelegt. Schlussendlich stand da wirklich einfach drin, die Beschaffungsstelle behält sich vor, einer dieser beiden Ranglistengewinner auszuwählen, ohne mehr. Ich denke aber, hier sollte sich überlegt werden, nach welchem, was ist mir wichtiger und dies an und für sich auch in den Kriterienkatalog abzubilden oder in dieses finale Auswahlverfahren dort mit einzubauen. Wie entscheide ich das? Vielen Dank.